Hallo bei Bildern TV und einem neuen Video zu einem wirklich tollen, spannenden Thema, nämlich zur Hundefotografie. Konkreter, es geht heute um die Hundefotografie im eigenen Studio. Und mit Hilfe von Regina Häuser, unserer kompetenten und erfolgreichen Hundefotografin, werde ich euch zeigen, worauf ihr achten müsst, wenn ihr im eigenen Studio euren Hund vor einem schwarzen Hintergrund mit Blitzlicht fotografiert. Hi, mein Name ist Christian Haas und ich begrüße euch bei Bildner TV, eurem Kanal mit praktischen Tipps zum digitalen Leben. Wie gesagt, heute geht es um Hundefotografie, eine Sache, die ich persönlich auch immer sehr gerne mache. Wenn ich für Kunden Hunde fotografieren muss, das ist immer ein Riesenspaß. Macht mir richtig Freude, das zu tun. Allerdings muss ich sagen, als Werbefotograf passiert das leider nicht allzu häufig. Wer das richtig oft macht und richtig gut kann, ist Regine Häuser, die bekannte Tier- bzw. Hundefotografin, die bei uns im Bildner Verlag schon mal ein Buch zum Thema Hundefotografie rausgebracht hat. Jetzt kommt das nächste Buch, Hunde fotografieren. Und sie zeigt in ihrem Buch wirklich alles, was man zum Thema Hundefotografie im Freien und auch im Studio wissen muss. Sie macht sogar, habe ich vorhin im Inhaltsverzeichnis gesehen, sie macht sogar einen kleinen Abstecher in Richtung Handyfotografie und ihr werdet erstaunt sein, was man mit einem halbwegs guten Handy auch schon für tolle Fotos hinkriegt. Also deswegen schaut euch das Buch an, gibt's bei uns im Bildner Verlag, der Link zum Online-Shop steht hier unterhalb des Videos. Also in dem Buch werdet ihr definitiv fündig, wenn ihr Bock drauf habt, eure Hunde perfekt zu fotografieren. Jetzt aber zum eigentlichen Thema des Videos. Eine Sache noch, habe ich vergessen. Abonniert natürlich unseren Kanal. Wir machen hier noch mehr Videos zum Thema Hundefotografie. Und wenn ihr uns abonniert und das Glöckchen aktiviert, dann kriegt ihr immer sofort mit, wenn hier wieder was Neues auftaucht. Jetzt aber wirklich zum Kern des Videos. Hundefotografie im eigenen Studio vor schwarzem Hintergrund. Warum schwarz? Könnte man sich fragen. Also die Fotos, die so vor einem schwarzen Hintergrund entstehen, wenn die denn wirklich gut gemacht sind, sind wahnsinnig beeindruckend, weil eben wirklich nichts vom Hund und von seinem Ausdruck, von den Augen, vom Fell ablenkt. Schwarzer Hintergrund hat auch den Vorteil, ich kann den im Studio relativ unproblematisch ausleuchten, beziehungsweise konkret müsste man sagen, man leuchtet eben diesen Hintergrund nicht aus. Man hat irgendwo einen dunklen oder einen schwarzen Hintergrund, ob das jetzt Stoff ist oder einen Rollenhintergrund, Papierhintergrund, was auch immer, ist vollkommen egal. Er muss nur schwarz sein und er darf, und das ist jetzt der Knackpunkt, kein Licht abkriegen. Beziehungsweise so wenig Licht, dass ich dann mit einer richtigen Kameraeinstellung eben diesen Hintergrund nicht sehe, also er pechschwarz ist. In Kombination mit der richtigen Lichtsetzung auf den Hund, also auf das Hundemotiv, ist ein schwarzer Hintergrund dann relativ unkritisch und bringt eben gestalterisch auch den Effekt, dass ich mich wirklich nur auf den Hund konzentriere. Wenn ich jetzt einen farbigen Hintergrund hätte, dann brauche ich, um die Farben überhaupt zu zeigen, Licht. Das heißt, ich habe eine zusätzliche Lichtquelle nötig und damit auch eine zusätzliche Fehlerquelle, mit der ich dann eben den Hintergrund beleuchten muss, um diese Hintergrundfarbe rauszubringen. Das wäre dann der nächste Schritt. Funktioniert auch, kann man natürlich auch machen, aber jetzt aus eigener Sicht, ich habe früher sehr häufig mit Rollenhintergründen gearbeitet, mit Papierhintergründen und da die bei mir auch länger mal gelegen sind, kam es immer mal wieder dazu, wenn ich den dann ausgerollt habe, dass der plötzlich so Wellen hatte oder so leichte Beulen. Und sobald man jetzt mit dem Licht etwas über diesen Hintergrund drüber streicht, sieht man diese Beulen unweigerlich, sieht fürchterlich aus. Und die einzige Möglichkeit, dagegen was zu tun, ist aus einem relativ großen Abstand, beziehungsweise mit einem Motiv, das einen relativ großen Abstand hat, mit relativ geschlossener Blende zu fotografieren, um den Hintergrund dann eben unscharf zu gestalten. Aber jetzt kommt das nächste Problem und damit sind wir schon mitten in der Technik, wie ich den Hunde fotografiere, stellt eine relativ große Blende ein, also Blende 8, 9, 11. Mit diesen Blenden habt ihr dann auch eine etwas ausgedehntere Schärfentiefe und habt nicht nur zum Beispiel die Nase scharf, sondern ihr habt das ganze Gesicht des Hundes scharf. Also ihr müsst ein bisschen darauf achten, eine etwas geschlossenere Blende zu verwenden, um eben wirklich den ganzen Kopf des Hundes scharf zu kriegen. Denn offene Blende, schön und gut, aber dann ist eben der Schärfebereich nur so knapp, dass es wahnsinnig schwer ist, einen Hund in Bewegung, wenn man ihm zum Beispiel ein Leckerchen zuwirft,
noch irgendwo so in die Schärfe zu kriegen, dass gerade die Augen, und das ist ja der wichtigste Ansatzpunkt in einem Porträt, dass die Augen perfekt scharf sind. Also, lange Rede, kurzer Sinn, schwarzer Hintergrund, kein Licht drauf. Und jetzt kommt der nächste Punkt. Setzt euren Hund möglichst mit einem Abstand von 2-3 Metern vom Hintergrund entfernt auf. Der Hintergrund, ganz einfach, das Licht, das auf den Hund gesetzt wird, taucht dann eben nicht auf dem Hintergrund auf. Noch ein anderes Thema im Studio ist auch gerade bei Hunden, mal abgesehen davon, wenn ihr Kinder fotografiert, ist es genau das gleiche Problem, macht alles Hunde bzw. kindersicher. Das heißt, für mich, also wenn ich Hunde oder eben auch Kinder, die ein bisschen rumlaufen, im Studio habe, dann achte ich immer darauf, wirklich alles super sicher zu verstauen. Das bedeutet vor allem keine Stolperfallen. Kabel werden am Boden verklebt. Da habe ich mein Panzertape und klebe die Kabel wirklich am Boden so fest, dass da niemand drüber stolpern kann. Bei einem Hund das Gleiche. Ich nehme an, die meisten Hunde sind jetzt nicht so tollpatschig, über jedes Kabel drüber zu latschen oder drüber zu stolpern. Aber trotzdem, macht euer Studio so sicher wie möglich, denn es kann durchaus ja mal passieren, dass ein Hund nervös wird und irgendwo hektisch wird, irgendwo dagegen rumst. Also passt da auf eure Ausrüstung auf, aber natürlich in erster Linie darauf, dass euch, dem Hund und möglicherweise dem Kunden oder Freund, Freundin, den Hund dabei haben, nichts passiert. Das ist wirklich wichtig und essentiell. Nächster Punkt, wohlige Umgebung. Es gilt für Menschen, aber es gilt auch für Hunde. Wenn sich ein Porträtmotiv, also ein tierisches Motiv, ein Hund, nicht wohlfühlt in der Umgebung, wenn er das Gefühl hat, hier ist Hektik, hier, dann kann sich dieses Gefühl der Menschen, des Fotografen, der Fotografin auf den Hund übertragen. Da müsst ihr unbedingt darauf achten, dass die Umgebung eben so entspannt ist, dass der Hund nicht irgendwo in Hektik gerät, nicht panisch wird. Klar, das sind die schlimmsten anzunehmenden Unfälle, aber er sollte sich natürlich wohlfühlen und er sollte Spaß an der ganzen Sache haben. Ich meine, wenn man mit Hunden arbeitet oder wenn man überhaupt einfach nur einen Hund hat, dann weiß man, wenn ein Hund Spaß hat, dann macht es richtig Laune, mit ihm zu arbeiten, was zu tun. Wenn ein Hund irgendwie verängstigt, nervös ist, dann kommen auch keine guten Bilder raus. Also schafft eine wohlige Umgebung. Stellt Wasser hin, Wasser ist auch so ein Thema im Studio, muss man natürlich auch höllisch darauf aufpassen, dass da nicht mit den elektrischen Geräten irgendwo Wasser ins Spiel kommt, klar, aber schafft eine wohlige Umgebung für den Hund und seht zu, dass er auch Spaß hat mitzuarbeiten. Zum Thema Leckerlis, natürlich kann man einen Hund immer mal wieder belohnen, aber die Leckerlis, also die Fotos, die jetzt hier gezeigt werden, die Regine Häuser gemacht hat im Studio. Da wird oft mit Leckerlis gearbeitet. Das war ja damals so von der Zeit ein echter Trend, dass man Hunde immer gesehen hat, wie sie nach einem Leckerli geschnappt haben und in dem Augenblick der Fotograf die Fotografin draufgehalten hat. Also Leckerlis sind natürlich eine ganz wichtige Sache, um den Hund dazu zu animieren, einfach mal mitzumachen. Aber das heißt natürlich nicht, dass ich jetzt jedes Foto mit einem Leckerli im Flug machen müsste, sondern es geht natürlich auch darum, dem Hund klarzumachen, hier, du kriegst eine Belohnung, wenn du mitmachst. Logisch. Dann ganz grundsätzlich was zur Technik. Brennweite. Ich würde euch empfehlen, arbeitet mit einem Zoom-Objektiv irgendwo zwischen 30 und 80 mm, umgerechnet aufs Kleinbildformat. Wenn ihr eine APS-C-Kamera habt, dann entsprechend kürzere Brennweiten. Dieses Zoom-Objektiv gibt euch einfach in einer begrenzten Studioumgebung super Möglichkeiten, den Bildausschnitt zu variieren. Also ich persönlich würde gerade bei solchen Porträts eher mit einer etwas längeren Brennweite arbeiten, 60, 70 mm, wenn es denn den Abstand oder wenn der Abstand möglich ist. Ansonsten 40, 50 mm sollte auch funktionieren. Das ist eigentlich fürs Studio eine ganz gute Sache. Die Lichtstärke des Objektivs ist jetzt mal zweitrangig. Ich sagte ja vorhin schon, am ehesten mit Blenden von 8, 9, 10, 8 bis 11 arbeiten. Also ich brauche nicht unbedingt ein super lichtstarkes Objektiv. Wobei natürlich, je besser und je schärfer ein Objektiv ist, desto besser dann auch die Fotos. Und gerade bei so Close-Ups, also bei so Nahporträts, wenn man wirklich jedes Härchen, jedes Barthaar, jede Struktur sieht, dann sollte eine Kamera-Objektiv-Kombination natürlich in der Lage sein, diese Details auch wirklich perfekt zu zeigen. Eine Sache zum Thema Synchronzeit. Wir reden ja hier von Blitzlichtfotografie. Und sobald man mit einem Blitz fotografiert, also der Blitz ist extrem schnell, und die Kamera, jede Kamera hat eine Synchronzeit, die nicht unterschritten werden darf.
um eben nicht schwarze Abschattungen im Bild durch den vorbeilaufenden Verschlussvorhang zu erzeugen. Schaut im Handbuch nach, die Synchronzeit liegt normalerweise irgendwo zwischen 125. und 200. Sekunde. Stellt also die passende Synchronzeit an eurer Kamera ein, damit eure Blitzlichtaufnahmen auch funktionieren. Wichtig wäre jetzt, wenn man denn einen Hund in Bewegung, also diese berühmten Leckerli-Fotos, wenn man sowas vorhat, dann braucht man einen Blitz, der sehr, sehr schnell abbrennt. Also da brauche ich einen Highspeed-Blitz, der auch mal eine 4000stel Sekunde oder so Abbrennzeit hat, um einfach diese Bewegung perfekt einzufrieren. Das hat also nichts mit der Verschlusszeit der Kamera zu tun, sondern der Blitz muss in der Lage sein, sehr schnell zu zünden. Da müsst ihr einfach auch mal nachschauen. Die meisten Blitze, selbst einfache Blitze, reichen eigentlich für solche Situationen aus. Aber es kann durchaus sein, wenn der Blitz eben auf sehr hohe Leistung gestellt ist und sehr viel Licht aussenden muss, dann ist die Blitzabbrenndauer so lang, dass dann tatsächlich schon leichte Unschärfen entstehen können. Also je weniger Leistung der Blitz abstrahlen muss und je eher in der Lage ist, auch Highspeed-Blitz zu liefern, desto besser. Zum Thema Softboxen, Durchlichtschirm, die Lichtquelle an sich, also das Blitzgerät nimmt man ja nie selber her, sondern beziehungsweise nicht einfach so mit der Glasglocke, die vorne dran ist, sondern man packt einen Lichtformer davor. Ob das jetzt ein kleiner Reflektor ist, finde ich jetzt nicht so gut, gerade bei Hundefotografie, sondern eher was Weiches. Man sieht es auch auf den Fotos, die wir hier einblenden. Normalerweise verwendet man für Porträts eher eine runde Form, also einen Durchlichtschirm oder eine runde Softbox oder so ein Beauty-Dish, um eben einen runden Lichtfleck in den Augen zu erzeugen. Diese Durchlichtschirme sind meiner Meinung nach am interessantesten für diese Geschichte. Ich habe dann sehr diffuses Licht und ich habe eine relativ große Lichtquelle, um eben die Schatten nicht zu hart werden zu lassen. Je kleiner die Lichtquelle, desto härter die Schatten. Also wenn jetzt hier, wenn da der Hund ist und da stehen links und rechts in einem Abstand von einem halben Meter zwei Durchlichtschirme, dann habe ich eigentlich wunderschön weiches Licht mit einer gewissen Knackigkeit noch und habe eben diese Lichtreflexe in den Augen, die ein Porträt so lebendig machen. Zum Thema Bildgestaltung habe ich natürlich nicht allzu viele Variationsmöglichkeiten, wenn ich im Studio bin, der Hund praktisch in einem Meter Entfernung ist. Also ich kann mit meinem Zoom-Objektiv natürlich den Bildausschnitt verändern, größer, kleiner machen. Die einzige Möglichkeit, die ich sehe, um noch kreativer zu werden, um den Bildern so einen eigenen Touch zu geben, ist die Perspektive, also die Höhe, aus der ich fotografiere, zu verändern. Das ist eine Sache. Je niedriger, desto heroischer kommt der Hund vor. Sowas, da stehe ich voll drauf. Also die Fotos finde ich immer total gut. Oder, was ich natürlich immer machen kann, ich kann den Hund auch mal im Profil zeigen oder im Halbprofil. Also insofern habe ich dann durchaus Möglichkeiten, die Bildgestaltung etwas zu variieren. Zum Schluss noch ein kleiner Praxisleitfaden, wie ihr die Situation am besten vorbereitet. Also wir haben einen Hintergrund, wir haben eine Fläche, auf der der Hund Platz nehmen kann, ob das jetzt eine Decke ist oder vielleicht auch irgendeine Kiste, auf die der Hund da draufsteigt, auch am besten mit einem schwarzen Tuch abgedeckt oder mit einer schwarzen Oberfläche. Das ist mal die eine Sache. Dann wisst ihr, wo ihr steht, in welchem Abstand. Dann stellt ihr links und rechts die Stative mit den Blitzköpfen auf oder auch nur einen Blitz, ist auch möglich. Allerdings würde ich, wenn ich denn jetzt nur mit einem Blitz arbeite, den Blitz nicht zu seitlich hinstellen, um nicht zu heftige Schatten zu erzeugen oder dann eben auf der anderen Seite mit dem Reflektor arbeiten, geht auch. Ich würde bei einer Einblitzausleuchtung eher den Blitz neben mich stellen, also ein bisschen frontaler auf den Hund richten, wobei dann natürlich das Problem sein kann, dass der Hintergrund zu viel Licht abkriegt. Besser wäre es also tatsächlich, um den Hintergrund eben vor Licht zu schützen, mit zwei Lampen links und rechts aus relativer Höhe, also 45 Grad und 45 Grad rechts und links aufzustellen, dann denke ich, hat man am wenigsten Probleme mit der Ausleuchtung. Um jetzt die Ausleuchtung zu testen, stellt euch irgendein Plüschtier oder irgendwas hin. Das kann auch, keine Ahnung, irgendein Hocker sein oder sonst was, der halt den Hund simuliert. Und macht dann eine Aufnahme mit voreingestellter Blende. Wenn ihr seht, der Hintergrund kriegt immer noch zu viel Licht ab, müsst ihr eventuell mit schwarzen Tüchern oder was auch immer dafür sorgen, dass das Licht eben nicht auf den Hintergrund fällt. Und ihr müsst euch genau ansehen, kriegt denn mein Objekt im Vordergrund genügend Licht ab? Wenn es zu hell wird, Blitzlichter runterschrauben. Wenn es zu dunkel wird, Blitzlichter hochschrauben, ganz klar. An der Blende würde ich jetzt nicht allzu viel verändern.
Eben aus benannten Gründen, Schärfentiefe bleibt irgendwo in dem Bereich Blende 8 bis Blende 11. So, und sobald alles hergerichtet ist, könnt ihr den Hund ins Studio lassen. Gebt ihm allerdings Zeit. Wie gesagt, achtet auf eine entspannte Umgebung. Achtet darauf, dass er Spaß an der Sache hat und dass er dementsprechend auch belohnt wird, wenn er was richtig macht. Das ist eine ganz wichtige Sache. So, ich denke, das sollte für den Einstieg in die Hundefotografie im eigenen Studio mal ausreichen. Wir machen ja noch mehr Videos zum Thema Hundefotografie und beantworten, wenn ihr uns einen Kommentar da lasst, natürlich auch gerne eure Fragen. Ganz nebenbei, wenn ihr einen Kommentar da lasst, dann nehmt ihr ganz automatisch an unserer wöchentlichen Verlosung teil und könnt ein Buch aus dem Bethner Verlag gewinnen. Ich würde mich freuen, wenn wir uns hier bald wiedersehen. Bis dahin, habt Spaß mit der Fotografie, mit euren Hunden, mit euren Haustieren und ganz wichtig, bleibt gesund. Bis dann, ciao.